Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von Dragon Ball Legends. Diesmal ein kleines Update-Video, wie eigentlich immer. Ja, ich habe es natürlich nicht rechtzeitig geschafft, man merkt es. Und natürlich auch ein kleines Opening. Ich werde euch das natürlich hier im Video kurz mit Timestamp markieren. Und dann könnt ihr da hinspringen, wenn ihr es wollt. Ja, was machen wir? Was haben wir für Updates bekommen? Ich habe schon in der Community auch von ein paar anderen YouTubern, die ich gerne gucke, gehört und gesehen. Es ist ein neuer Goku gekommen. Es ist ein neuer Yamshu gekommen. Gehen wir mal kurz in die Summons rein. Und ja, das sind die beiden neuen Charakter, die jetzt hier drin sind, wo einige nicht sehr erfreut sind, weil man ja eigentlich auch sich über andere neue Charaktere freuen würde. Hier haben wir noch einen neuen Legends Limited, der in dem Banner drin ist. Den habe ich noch gar nicht. Aber ich möchte im Endeffekt in den Banner auch gar nicht reingehen. Gut, der fehlt mir, glaube ich, auch noch. Bin ich aber gerade gar nicht mal so sicher. Und ja, keine Ahnung, ob ich den Bardock habe. Ja, an sich ist der Banner aber, ja. Okay, die Hero-Charaktere sind nice. Würde ich reingehen wollen. Aber ja, ich hab's halt schon. Es ist halt, ja. Der Rest ist halt einfach alt und braucht man halt eigentlich nicht. Ja, dann natürlich Tickets sammeln natürlich immer noch. Ist auch die erste, zweite Woche. Steht natürlich aber auch, ist auch bis zum 17.05. Wir haben da noch ordentlich Zeit, noch locker einen Monat. Kriegt man auf jeden Fall hin. Immer schön Missionen machen. Natürlich auch schön hier die ganzen Abenteuer machen. Hier die Tickets, hier spare ich übrigens noch. Ich mache da mal ein Opening, weil da habe ich auch schon alles voll. Und ja, dann, was kann ich euch sonst noch kurz erzählen? Ich kann auch ein kleines Shoutout mal zu Black Rabbit und auch zu Saro geben, weil die machen es deutlich besser als ich mit den ganzen Updates. Ich persönlich würde es natürlich auch ein bisschen fokussierter und besser machen, aber das Update ist echt lame. Also ja, wir haben halt hier den neuen Banner der Ultra Rising X zurück. Da will ich reingehen und ich will in den Broly reingehen. Aber müssen wir mal gucken, ob da die Zeitzahl reichen. Ja, dann haben wir hier noch ein schönes neues Bundle, dass man das Boost-Paket mit dazu bekommt, wenn man einen Charakter gleich auf Max bekommt, ist auch sehr, sehr nice, aber ja, ob man sich unbedingt kaufen muss, wenn ihr wollt, macht's, wenn nicht, dann nicht, also, dann, ja, der Broly ist ja immer noch da, genau, denn hier der Challenge Battle. Ich hasse diese Challenge-Battle-Dinger, man muss manuell spielen, die sind ultra schwer. Das wird, glaube ich, so ein Ding sein, wo ich immer sage, nee, lass mal, keine Zeit für, keine Lust für. Ja, neuer Teamkampf, Yamshu gegen hier Pflanzenmann. Man kennt das Meme. Rush Light ist da, mehr Plan zu Energien, neue Weltmission, hier die Special Choice ist auch da oder soll noch kommen. Also ab dem 17.04. soll es da sein, aber ist, glaube ich, noch nicht da. Und ja, gibt es halt noch ein bisschen was anderes, was da halt noch drin ist. Dann gehen wir auch erstmal kurz die Missionen, wie gesagt, die Sachen von dem Tauschbörse ein, holen wir uns erstmal, weil ich habe da wirklich jeden Tag gefarmt, ich habe wirklich diese ganzen 70 Kämpfe voll gemacht. Ich habe den Freezer bekommen, von daher sehr, sehr nice, weil du kriegst halt relativ easy den ganzen Kills hin. Ja, jetzt ist halt der Yamshu hier und der Goku und der Vegeta sind jetzt die neuen Charakter. Der Ultra Instinct ist ein sehr guter Charakter dafür. Und ja, das war's auch schon. Das sind so die 9 plus Ultra Charakter. Ja, dann gehe ich jetzt mal kurz in die Tauschbörse und hole mir mal kurz das ab, was wir hier bekommen. Nämlich die Zeitkristalle nehmen wir natürlich alle drei mit und ich habe natürlich auch noch welche in der Geschenkbox liegen, also keine Zeitkristalle, aber hier von den gesparten Punkten hier, deswegen sind wir auch schon ganz gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Summon rein. Ich will nämlich mit euch in den Ultra Instinct reingehen. Der ist 8 Tage da. Der Brokkoli ist, glaube ich, auch noch da, oder? Ja, der Brokkoli ist auch noch da. Noch einen Tag. Deswegen, also wir gehen erstmal in den Ultra Instinct rein. So. Und dann schauen wir mal, was wir da Schönes ziehen. Ich habe übrigens auch einen Sound vom Game ausgestellt. Also ihr hört nur meine Stimme.
Mal gucken. Mal gucken, was wir Schönes kriegen. Da bin ich jetzt mal wirklich sehr gespannt. So, die Animation lasse ich natürlich laufen. Ich glaube, im ersten Mal ist es sofort weggeklickt oder so. Bin ich jetzt auch nicht mehr so sicher. Und dann ziehen wir das Ganze runter und starten mit Super Saiyajin. So, mal gucken, ob wir da was wir da Schönes bekommen. Ich freue mich übrigens auch, wieder ein bisschen in die Summons reinzugehen, weil ich brauche ein paar Medaillen für die Abenteuer, weil ich habe da gefühlt gar keinen mehr. Also für diese 6. und 7. Abenteuer-Slot, da ich nämlich gerade gar nichts mehr gehabt die letzten Tage. Dann Super Saiyan Gott zum Goku, den habe ich schon sehr weit hoch. Vielleicht sogar Max, ich weiß es gerade gar nicht. Den Krillin. Tenshin Chanda natürlich. So. Dann Vegeta, der ist glaube ich relativ neu. Also der kam irgendwann in den letzten halben Jahren, so kam er mal rein. Und ja, ist ein Vegeta SS4, Vegeta Super Saiyan Blue, als Sparking, als Extreme meine ich. Also von daher. Ja, ja gut, da haben wir einige von den Tickets. Hier, über die freue ich mich auch. Da kann man die schön sammeln. Und dann kann man irgendwann mal 600 von den ganzen Legends Limited bekommen. Das ist sehr, sehr nice, wenn man da mal jemanden hochziehen will. Und man sonst eigentlich nicht reinpayt in das Game. Und ich pay nicht rein. Gut, gehen wir wieder in die Base-Form, okay. Jetzt haben wir auch zweifache Ultra-Drop-Chance, aber ey, ihr wisst, die Chance ist so klein, den zu ziehen. Ziehen wir runter, loslassen. Ah, das wird glaube ich nix. Die Ultra Drop Rate Doppelchance enttäuscht marktlos hier. Ja, leider. So, wir haben einen guten Roshi, einen Son Goku, einen John, nicht John, mal einen Taubebei, einen, ja, hier, Dodoria, einen Cyborg 17 und auch einen Mai. So, einen Extreme Super Saiyan Blue Son Goku. Der müsste auch relativ neu sein. Den habe ich glaube ich auch noch nicht relativ weit oben. So, einen Freezer. Die Sparky natürlich bei 10 Summons. Eine Pan mit den Dragon Balls aus GT. Schön. So. Ja, die Pan haben wir hier auf 5 Sterne Plus. Die ist auch bald maxed. Ja, an sich ein bisschen was hochgezogen. Dann gehen wir in den dritten Schritt. So. Mal gucken, was da Schönes rauskommt. Bisher schade. Kein gutes Zeug eigentlich bisher. Aber immer noch besser als der neue Banner, würde ich behaupten. So. Wir starten als Super Saiyajin. Wir machen eine Genki-Dama. Sehr schön. Und jetzt kriegt Freezer die gewaltige Macht der Genki-Dama ab. So, mal gucken, was da jetzt Schönes kommt. Einen Cyborg. Einen Trunks Teenager. Einen Rikum. Tau bye bye mal wieder. Einen Cyborg nochmal. Einen Muten Roshi. Einen Cell Extreme Form. Okay. Also Extreme. Eine Nail. Eine Pan. Okay. Und was ist unser Sparking? Ich glaube, danach kommt noch nichts mehr. Der ist so ein Gohan. Future Gohan. Okay, der Trunks ist schon mal auf. Plus 4 und der Gohan ist auf 7 Sterne und kriegt eine Zenkai Awakening. Sehr, sehr nice. Das heißt, der ist auch endlich Zenkai. Dann kann man den ein bisschen höher farmen. So, also auch ein bisschen höher machen und alles mit den ganzen Zenkai-Sachen. Freut mich natürlich, weil, ey, desto mehr die auf 7 Sterne gehen, desto mehr kann man den Zenkai Rush durchaus besser abspielen. Oder durchaus besser durchspielen, weil die halt alle Charaktere immer stärker werden. So, gut. Unsere Gratis-Summon. Als Super Saiyajin, okay. So. Nen Guldo. Nen Son Gohan, Teenager. Nen Pflanzenmann. Der gerade voll im Fokus ist, ey. Son Gohan Kind. Ne Videl. Nice, nice. Son Goku, eine Nappa und die Sparking ist diesmal ein Zamasu. Ein neuer Zamasu, Alter, ey, einen neuen Charakter, sehr nice. Cool. Ein Raditz und noch eine Sparking. Einen Mecha Freezer. Okay. Der ist sogar auch erst auf 4 Sterne. Den Zamasu habe ich bisher noch gar nicht gehabt.
Okay, das ist schön. Das ist schön, ist schön. Ja, wie den Ultra-Charakter haben wir nicht bekommen, aber ey, es ist so extrem unwahrscheinlich, so einen Ultra-Charakter zu ziehen. Gut, aber meine Lieben, das war für dieses Video hier. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns aber gleich im nächsten Video. Das kommt natürlich für euch ein bisschen später. Sehen wir uns dann, wo wir den Brokkoli ziehen wollen. Weil da werde ich jetzt nämlich gleich mit euch reingehen.